Hi, willkommen bei Philipp Do-It-Yourself Mountainbike Werkstatt und ich helfe euch dabei, dass ihr eure Reparaturen am Mountainbike selber erledigen könnt. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr an eurem Bike einen neuen Vorbau montiert. Mein Kumpel Siggi hat sich ein neues Bike gekauft, seht ihr hier. Wir waren kürzlich mal eine längere Runde fahren, die erste große Tour mit dem neuen Fahrrad und er hatte dann ziemliche Schmerzen im unteren Rücken bekommen, beziehungsweise im Genick. Und das ist eigentlich ein Indiz dafür, dass er zu gestreckt auf dem Fahrrad sitzt. Und was wir heute machen ist, wir verbauen einen sehr kurzen Vorbau, ihr seht den schon hier. Und wenn man das Ganze jetzt einfach auch mal im Vergleich zu dem alten Vorbau sieht, dann baut der neue 20 mm kürzer und das Ganze hat einfach zur Folge, dass er mit dem Oberkörper weiter hochkommt, das Ganze nicht mehr so gestreckt ist und sich damit hoffentlich auch seine Rückenschmerzen erledigt haben sollten. Bevor ihr das ganze Fahrrad auseinanderlegt, bitte seid euch aber auch wirklich sicher, dass ihr den passenden Vorbau gekauft habt, weil ihr müsst nämlich wirklich darauf achten, dass ihr die passende Schaftklemmung habt und die passende Lenkerklemmung. Schaftklemmung gibt es zwei Varianten, 1,8 Zoll oder 1,5 Zoll, müsst ihr halt schauen, was ihr am Fahrrad habt. Lenkerklemmung ist entweder 25,4 mm oder 31,8 mm. Beim Mountainbike ist eigentlich so letzteres die gängige Größe, aber misst es einfach nochmal nach. Genau. Und jetzt geht schon an Schrauben, was überhaupt nicht kompliziert ist. Was ihr als allererstes macht, ihr baut euren Lenker aus dem Vorbau aus. Das ist wirklich einfach, ihr dürft nur die Schrauben nicht verlieren. Einfach hier die Schrauben rausdrehen. Ich würde euch empfehlen, das Ganze hier relativ gleichmäßig zu machen. Also ähnlich wie beim Festziehen über Kreuz. Hat einfach damit zu tun, damit hier auch die Belastungen relativ gleichmäßig auf den Lenker sind. Ist insbesondere bei Carbonlenkern spannend. Die brechen nämlich mal ganz gerne, wenn man zu fest anzieht. So, dann einfach hier rausdrehen. So, Lenker ist locker. Den einfach vorsichtig am besten auf dem Rad ablegen. Vielleicht habt ihr auch jemanden, der euch den derweil hält, den Lenker, aber es geht auch so. Wichtig ist, dass hier die Bremszüge etc. nicht zu stark geknickt werden. Genau, und das Gleiche machen wir jetzt im Endeffekt am Vorbau. Das heißt, wir würden jetzt hier die Steuersatzschraube oben lösen. Nehmen die Steuersatzkappe und den Spacer ab. So, legen das auch beiseite. Also Hauptsache nichts verlieren. Dann löst ihr den eigentlichen Vorbau vom Gabelschaft. Ihr seht hier den Gabelschaft, wie er schön durchkommt. Die 2 mm, die hier überstehen. Also Vorbau lösen. So, Schrauben einfach lockern, müssen auch nicht ganz rausgehen, geht nur darum, dass man den gleich schön abziehen kann. So, Schrauben sind weit genug draußen und dann, vielleicht muss man die Gabel ein bisschen festhalten und dann einfach vorsichtig hier rausziehen. Die erste Hälfte hätten wir schon mal geschafft, jetzt geht es an den zweiten Teil. Der Zusammenbau ist im Endeffekt das gleiche, bloß in umgekehrter Reihenfolge. Das heißt, ich würde jetzt erstmal den neuen Vorbau auf den Gabelschaft setzen. Ihr erkennt hier bei dem Vorbau, man hat zwei Möglichkeiten in der Regel, die aufzusetzen. Entweder, dass der Lenker ein Stück weit nach oben geht oder nach unten. Aber nachdem mein Kumpel eher Rückenschmerzen hat und die Übung ja darin besteht, ihn aufrechter sitzen zu lassen, wählen wir natürlich die aufrechte Haltung. Ne, aber nur einfach darauf achten. Das heißt, wir stecken den jetzt hier drauf, geht schön locker. Und jetzt erstmal die Vorbauschrauben nur ganz, ganz locker ein bisschen zusammendrehen. Aber der Vorbau braucht unbedingt noch gutes Spiel. Das ist ein bisschen so, als wenn man seinen Steuersatz einstellt. Das habe ich in einem anderen Video übrigens auch gezeigt, könnt ihr euch mal anschauen. Spacer aufsetzen, Steuersatzkappe mit Steuersatzschraube hier einbringen. Einfach so drauf, erstmal festhalten und dann erstmal einfach nur ganz, ganz, ganz locker das Ganze fixieren. Also hier vorsichtig ranziehen, festziehen und den Steuersatz einstellen. Das machen wir ganz am Schluss. Als nächstes setzen wir den Lenker wieder ein. Spannender Moment, ob wir den richtigen Vorbau gekauft haben. Perfekt, passt.
auch hier erstmal locker das Ganze machen, dass er prinzipiell drin ist, der Lenker. Übrigens, wenn ihr Carbonlenker fahrt, arbeitet da wirklich mit Montagepaste, hilft einfach dabei, ihr könnt ein bisschen unter den empfohlenen Drehmoment später bleiben, wenn wir den Lenker festziehen. Den Lenker dann erstmal nur leicht fixieren, dass er noch beweglich ist. Lenker ist einigermaßen fixiert. Feineinstellung machen wir ganz am Schluss. Als nächster Schritt kommt die Steuersatzeinstellung. Ihr seht, der Vorbau ist hier noch auf dem Gabelschaft komplett locker. Das heißt, wir ziehen jetzt erstmal mit Hilfe dieser Schraube hier vorsichtig die Gabel hier in den Rahmen hinein. Hier bitte vorsichtig sein, weil die Steuersatzschraube ist wahrscheinlich die einzige Schraube am ganzen Fahrrad, die man nicht festdrehen muss, sondern die lediglich dazu dient, das Ganze hier zu fixieren. Mir ist es einmal passiert, dass ich den Schraubenkopf hier abgerissen habe. Dann war die Gabel mit abgerissenem Schraubenkopf im Rahmen gesteckt. Ich sage euch, das wollt ihr auf keinen Fall. Das ganze Thema musste dann rausgebohrt werden und das ist mir kurz vor einer Tour passiert. Also seid hier wirklich sehr vorsichtig und nähert euch schrittweise. Also erstmal so leicht handfest ranziehen. Dann schauen wir, ob das Steuersatzlager richtig eingestellt ist. Das geht ganz einfach. Ihr geht hier mit den Fingern an die Stelle, wo die Gabel auf den Rahmen trifft, zieht die Vorderradbremse und schiebt das Fahrrad leicht nach vorne. Wenn hier nichts mehr wackelt, passt alles. Wenn hier noch leichtes Spiel zu spüren ist, dann zieht ihr einfach die Steuersatzschraube oben vorsichtig ein bisschen fester. Jetzt würden wir als nächstes den Vorbau fixieren. Den gilt es jetzt erstmal auszurichten. Da muss man sich einfach ein bisschen rantasten. Also mir hilft es immer, sich hier wirklich genau in die Flucht zu begeben, sich ein bisschen zurückzulehnen und dann erkennt man das eigentlich ganz gut. Aber ich glaube, wir sind hier gar nicht so schlecht unterwegs. Also aus meiner Sicht können wir das Ganze jetzt so fixieren. Das heißt, wir würden jetzt als einen der letzten Schritte den Vorbau wirklich mit dem vorgegebenen Drehmoment am Gabelschaft festziehen. Das ist entweder auf dem Vorbau direkt aufgedruckt oder ihr findet es auf jeden Fall auf der Herstellerseite. Das ist wirklich wichtig, weil wie gesagt, ihr wollt ja nicht, dass ihr nach links lenkt auf dem Trail und euer Fahrrad fährt geradeaus. Also ist durchaus sicherheitsrelevant. Deswegen nehmt euch die Zeit und schaut's nach. An dem Vorbau sind jetzt 6 Newtonmeter vorgegeben. Seht ihr hier, ist aufgedruckt. Ich stelle jetzt den Drehmomentschlüssel entsprechend ein. Ihr seht es hier, ist direkt auf 6 Newtonmeter und dann gilt es nur noch diese beiden Vorbauschrauben zu fixieren. Macht es gleichmäßig mit den beiden Schrauben, damit die Kräfte auch gleichmäßig verteilt sind. So, erste sitzt. Und die zweite auch. Und jetzt gilt es nur noch in dem letzten Schritt, den Lenker nochmal fein auszurichten. Den haben wir ja vorher nur provisorisch befestigt, dass er nicht rausrutscht. Das Ganze könnt ihr hier vorne sehen, dass der hier erstmal mittig sitzt. Da müsst ihr natürlich auch schauen, ob der Lenker dann wirklich auch im richtigen Winkel in der Klemmung hier drin ist, weil ihr wollt ja natürlich vermeiden, dass der Lenker so steil steht, dass eure Handgelenke abknicken, wenn ihr hier drauf sitzt. Und natürlich gibt es je nach Drehung hier drin einen entsprechenden Unterschied im Rise, also wie hoch kommt der Lenker, und im Backsweep, das heißt, wie sehr zieht der Lenker nach hinten. Und das gilt es am Schluss nur fein zu justieren, aber wenn ihr das geschafft habt, war es das schon. Hier dann bitte darauf achten, dass ihr das am besten über Kreuz festzieht. Also für diejenigen, die ihre Autoräder noch selber wechseln, die wissen es, hat einfach damit zu tun, dass auch wirklich die Kräfte hier gleichmäßig verteilt werden. Und ganz am Ende das Gleiche natürlich wie bei der Fixierung am Gabelschaft. Auch hier das richtige Drehmoment verwenden, ist auch schon richtig eingestellt, ist in der Regel auch auf dem Vorbau aufgedruckt. Und ähnlich wie bei der groben Fixierung, auch hier das Ganze über Kreuz anziehen. So,
das war's auch schon. Ihr seht, an sich keine komplizierte Geschichte. Es gibt zwei, drei Sachen, auf die man achten sollte. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das Zuschauen Spaß gemacht hat und natürlich, dass euch die Umrüstung von eurem Vorbau gut gelungen ist. Übrigens, wenn ihr wissen wollt, was ein kurzer Vorbau noch für Vorteile mit sich bringt, außer dass man seinen unteren Rücken entlastet, schaut mal in mein anderes Video rein. Link ist am Ende des Videos dann eingeblendet. Hier erkläre ich nochmal die grundlegenden Infos über Mountainbike-Geometrie, ist vielleicht auch grundsätzlich interessant. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich ein Like für das Video bekommen würde. Würde mich noch viel mehr freuen, wenn ich euch als Abonnent oder Abonnentin gewinnen könnte. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Biken und freue mich aufs nächste Mal mit euch. Ciao!